Rastkiste hatten wir doch hier hin. Ich hab grad schon entdeckt, was ich hopper, da auf Schild geschrieben hopper, habe. Hopper. Da tue ich den Kakao mit rein. Ne? Mach das. Dafür eine extra Kiste, wenn man daraus eh nur Kekse backen kann, quasi. Das ist ja auch noch nicht mehr wirklich. So, hier ist noch nichts drin, ne? Gut, dann kommt hier auf weiß ein Eimerchen. So, zweite Kiste. Komm ich da, ich guck mal, ob ich dran da oben. Was hab ich denn noch im Inventar? Wie soll ich denn da jetzt drankommen? Rüstung hab ich im Inventar. Das ist ja doof. Döf ist das, Döf. Döf, Döf? Ach, hier ist noch ja, so richtig Döf. Noch eine Piepe. Von hier aus komme ich dran. Okay, da ist nichts drin. Okay, auf weiß. Ich pack den das. Ich pack den Tank einfach in die Waterproof-Kiste mit rein, ne? Mach das. Weil eigentlich braucht man ja auch Waterproof-Sachen, um da irgendwas ab- oder reinzuführen. Jo. Hab ich die denn jetzt hingeteilt? Okay. Werkzeug, Ecke, da. Das ist hier drin nichts. Siehst du das eigentlich, wenn ich die Kisten von hier oben aufmache? Von hier unten? Mach mal. Ja, der Deckel geht hoch. Sehr schön. Das ist hier drin auch noch nichts. Ab der nächsten Kiste kommt was. Ab der nächsten. Ich muss hier mal Steine wegschlagen, damit ich überhaupt da aufmachen kann. Ach, da sind jetzt Pipes drin, okay. Das sind die Waterproof. Die Waterproof Pipes. Aber auch nicht alle. Und ein Tank. Soll ich dir mal eben von jeder Art einen Waterproof machen? Nee, das werde ich hinterher dann rausfinden, was fehlt. So, okay. Nehmen wir einen goldenen und einen Stone raus. Packen wir hier auf weiß, Gold und Stone. Meine Güte, hast du viele Skelette getötet. 1, 2, 3 Bögen. Hm. Ich habe Stone Waterproof. Ja, aber der Tank, was macht denn der Tank da drin? Soll er drin bleiben? Habe ich dich doch gerade gefragt. Ja, hast du. Habe ich ja gesagt, ne? Ja. Ja, gut. Meine Idee war halt, man braucht zum Zuleiten oder Ableiten wasserfeste Pipes. Ja, oder ja, willst du jetzt schon. Für den einen, also für die Tanks, nee, für die eine Art extra Kiste? Achso, nächstes dann normale Pipes, ja? Ja. Oder wie, das passt ja gar nicht alles rein, das ist ja schon mehr als 8. 6, 7, 8, sind ja schon 9. 9 verschiedene. Ne, hier ist ein Wooden Waterproof drin. Was soll die denn da drin? Hab ich's übersehen. Frechheit, ich räume die sofort mal eben um. Von hier unten. So. So, ich brauche eine hiervon. Advanced Insertion Pipe. Genau, die gehört irgendwie auch nicht da rein. Was machst du da? Stone? Iron? Was habe ich jetzt schon genommen? Cobblestone und Wooden, okay. Cobblestone auf weiß, Wooden auf weiß. Hiervon brauche ich eine. Hiervon brauche ich eine. Weiter geht's. Sag mir mal einen anderen Begriff, wenn du einen Bogen umschreiben willst. Ein Bogen wie umschreiben, ja, meinst du? Werkzeug wäre ja jetzt in dem Fall bei Tacket Schraubenschlüssel und so. Aber wie würde man dann Bogen, Waffen? Schwert und so? Ja. Okay. Das war ja jetzt einfach. Hast du deine Uhr schon in die Dings gehalten? Uhr in die Dings, was? In die Cam. Hä? Hast du deine Uhr schon in die Cam? Ach, die Cam. Nee, kann ich nicht. Die ist weg. Die ist nicht da. Okay. Meine Jungs haben die geklaut. Ich habe die vorhin gesucht, aber die ist nicht da. Das ist eine Frechheit, ne? Ja. Aber wir können ja trotzdem sagen, wie spät wir haben. Wir haben gerade 0:24, sagt zumindest mein PC. Ja, meiner sagt schon 25. Warum auch immer. So, weil ist so. Ja, weil das kann, genau. Hier fehlen aber auch jede Menge Gears. Später mal. So, weiter gehen hier hinten rüber. Ja, die Zahnräder, ne? Mhm.
Hier ist noch nichts drin? Nope, die ganze Reihe nicht. Okay, dann kann ich einfach hier überall... Dann kann ich einfach überall... Wenn die ganze Reihe nichts ist, brauche ich gar nicht aufzugucken. Das ist gut, dann kann ich überall Lava einmal reinpacken. Dann habe ich gleich auch keine mehr. Hier ist noch Happa Happa. Jo, keine Lava einmal mehr. Hab alle verbraucht, verdammt. Wo merke ich mir jetzt, wo ich war? Ich war hier. Da muss ich noch weitermachen, okay. Ja, dann müssen wir uns wieder noch ein bisschen Lava-Eimer holen. Ich habe einen Wassereimer. Ja, der bringt mir jetzt nicht ganz so viel. So. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Eisen oder habe ich noch welches? Ich habe noch welches. Das dürfte noch für 10 Eimer reichen. Ach man, was mache ich denn hier? Bin ich doof oder was? So. Ich kann keine 10 Eimer transportieren, so viel Platz habe ich gar nicht. So, jetzt habe ich 10 Eimer Platz. Da ist noch Glas. Diese Samen. Da sind noch Pilze. Hoffe ich, ist die Lagerhalle groß genug. Ja, man kann ja zur Not machst eine dreifache Außenwand und machst dann über die Kisten mit Abstand dann noch eine Kistenreihe. Oh je. Ich brauche, glaube ich, so Advanced Insertion Pipes überall dran, damit ich sehe, wenn die Kisten voll sind. Hast du sogar in der Kiste? In der normalen Pipe-Kiste? Ja, eine. Ja, ja. Ich brauche davon aber bei jeder Kiste einen. Und wie sieht man das dann? Das sieht man nicht, die Pipe-End sieht das doch dann. Das reicht doch. Achso, die schickt dann da quasi nichts mehr rein, wenn die Kiste voll ist. Genau. Ah. Ich schon wieder blind? Wieder an der Happa-Happa-Kiste vorbeigelaufen? Ja, bin ich. Ich mache hier gerade den ganzen Vulkan leer. Jetzt habe ich schon, das Loch ist hier schon 20 tief. Das so durch den Vulkan, durch nach unten. Dann hast du bald einen stillen Vulkan. Die Leute sind nicht schlimm, wir sind ja zwei. Lalala, ich ziehe quasi komplett um mit dieser Lagerhalle. Das ist nicht nur einfach eine lange Lagerhalle, ich bin ja quasi dann mehr hier als woanders. Ja. Direkt angrenzend hier am Schneebiom. Ein bisschen Wald ist in dem Haus mittlerweile auch schon. Na gut, die habe ich selber angepflanzt, aber... Aua. La 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 la. Und wieder nach unten. Vorne an der Kiste liegen noch Items. Ich könnte es mal aufheben, wenn du willst, und in die Kiste reinpacken. I'm unterwegs. Sitzt gut. So, hier müsste ein Lava einmal drin sein, genau. Und im nächsten muss dann wieder einer rein. Und hier muss einer rein. Und hier muss einer rein. So, und jetzt... Hast du hier hinten die Kiste schon befüllt? Die andere Reihe? Warte, ich habe gerade die Ozeloten... Siblings habe ich gefunden. Achso, du bist jetzt auf der langen Seite. Ja. Die ist fast komplett voll. Haben wir wenigstens was zum Einstellen. Hier ist nichts drin. Warum nicht? Ich habe doch gerade gesagt, die ist fast komplett voll. Oh. Ah, wie soll ich das denn einstellen? Wenn ich die Werkzeuge da rausnehme? Ist gar nicht mehr drin, ne? Genau. Was sind das denn? Werkzeuge und Waffen oder was hast du da reingeschrieben? Da steht im Moment nur Waffen dran. Ich packe den Lava einmal rein, ist egal. Wer schmeißt die vorne in die Kiste rein? Kein Mensch. Ja, und so viel Werkzeuge hast du ja auch nicht, dass du ständig neues Zeug hast. Eben. So, das können wir alles drei hier. Das ist so quasi die Kaktuskiste, ja? Mhm. So, die Kiste, die gerade leer war, die ist jetzt auch voll. Die zweite war das, ne? Ja. Seeds, oh, schön. Einmal Lava raus, Seeds rein. Weizen in die Happa-Happa-Kiste oder in die Samenkiste?
Ich hab hier ein Weizen in der Hand. Habakiste. Stimmt, kann man ja auch nichts anderes draus machen. Ja, eben. Aus Seeds eigentlich auch nicht, aber ist ja eine ganz andere Frage. Ja, aber gerade Weizen-Seeds häufen sich irgendwann. Weil du kriegst aber auch, wenn du ein Weizen erntest, irgendwie 3-4 Seeds raus. Das ist, richtig. Meistens jedenfalls. Manchmal kommt auch keiner raus, theoretisch. Oh, was haben wir denn hier drin? Gummi und verarbeitetes Gummi. Okay. Steht oben in der Kiste bestimmt Gummi dran. Hm? Nee, ich hab sogar, stellenweise im Englischen geschrieben. Steht, Rubber und Sticky Rosin dran. Okay, aber du solltest doch in Deutsch schreiben. Das war doch extra so gefragt. Ja, ist egal, ich bin schon raus. Ja, wie soll ich denn die... Wie soll ich ein unverarbeitetes Gummi auf dieses Schild kriegen? Verarbeitetes Gummi. Nee, unverarbeitetes. Hättest du Rohgummi und Gummi geschrieben, fertig. Okay. Ist egal, lass ruhig so. Ja, jetzt stehe ich schon davor. Jetzt wird's gerne. Jetzt schreibst du so. Redstone zusammen mit den Diamanten? Hä? Diamanten sind daneben. Du hast da Uranium? Ah, nee, das. Ach so, das ist das. Ja, doch. Du hast Saphir, Rubine, Lapis, Uranium und Redstone in einer Kiste. Ja, aber keine Diamanten. Du hast gerade irgendwas von Diamanten gesagt. Ja, Edelsteine meinte ich. Aber Edelsteine und Redstone in einer Kiste finde ich auch irgendwie... Ach, passt schon irgendwie. Ja, aber ich... Was ich mir dabei gedacht habe, man braucht es halt oft. Alles. Wofür brauche ich denn oft Ruby und Saphir? Naja, ist egal. Ja, okay, jetzt wurde dein 100 Meter Zeug hast nicht mehr, stimmt. Und Lapis brauche ich auch nicht oft. Ist nicht schlimm, weil Lapis bleibt jetzt so. Alles ist gut. Oh, ein Diamant. Gut, den nehme ich direkt mal raus. Er muss deine Diamantenproduktion hier hinten, nach hier hinten umziehen und dann passt das doch schon. Ja, ja. Erstmal muss ich hinten überhaupt Strom hinkriegen. Sand. Glas. So, damit du nicht nochmal wieder zurück musst. Oh, jetzt ist der Stein runtergefallen. Mache ich mal eben hier selber die Flax-Seeds mit rein in die Seed-Kiste, in die Seed-Pipe. Aber jetzt ist der Stein runtergefallen. Mach ich gleich wieder zu. Stone und Stone Bricks, okay. Die sind hier drin. Wie lang ist denn dieser Gang noch, mein Gott? Lang. Den genug Kisten. Ja, ich bin schon mal im Cobblestone, so lange kann es nicht mehr sein. Mehr Cobblestone habe ich nicht mehr, oder? Bis jetzt war noch nicht wieder was drin. Kann sein, dass ich eine Kiste Cobblestone übersprungen habe. Dass ich erstmal benennen wollte. Habe ich mit der Erde nämlich auch gemacht. Beziehungsweise die Erde noch gar nicht angepackt. Bam, 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 bam. Oh Gott, das ganze Essen. Danach kommen zwei Restekisten. Ja, aber das ganze Essen ist doch schon mehr als 8, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da darf nichts anderes jetzt mehr rein. Und es gibt noch so viele andere Sachen mit Essen. Da werde ich hinterher anbauen müssen, hilft alles nichts. Da werde ich irgendwas Neues überlegen müssen. Oder, naja. Oder wir machen eine von den beiden Restekisten auch noch zur Essenskiste. Nee, zwei Restekisten brauche ich schon. Muss mal gucken, ob ich das hinterher trenne oder wie ich das mache. Das mache ich dann irgendwann mal in meinen Play. Okay, okay. Entweder trenne ich das dann nach Fleisch und Pflanzen oder ich mache wirklich unten irgendwie noch eine Pipe dran, dass da zwei Pipes hochgehen. Zack. Boah, hier ist irgendwo eine Kuh. Ja, dann töte sie doch. Keine Lust, die jetzt zu suchen. Suchen zu gehen. Ich bin noch drin. ja, ich habe noch gebratenes Rinderfleisch und rohes Rinderfleisch, was noch in die Essenskiste eigentlich rein theoretisch gehört. Okay. Warte, ich komme rüber.
Ja, pack's dann nachher rein, aber ich muss mal gucken, wo ist jetzt die erste Kiste? Das war die hier, ne? Ja. Das heißt, ich muss irgendwie noch eine Diamantpipe hier unten reinlegen. Okay. Steak und rohes Rindfleisch hattest du schon einsortiert. Weil also, das war schon nichts drin. Mehr. Ich wusste nicht mehr, ob es drin war oder nicht. Also muss nicht mehr rein, oder wie? Richtig. Okay, dann brauche ich da jetzt nicht an. So. Ja, dann ist jetzt alles angeschlossen hier, was oben einsortiert ist. Das ist ja schon mal was. Guck mal hier raus, ich quatsch hier gar nicht. Ich muss hier rüber. Emerald. Die schon drin in der Kiste? Hab ich nicht gesehen. Gut, dann setze ich die eben